Willis. Stacking up problems that are so unnecessary. Wish that I could slow things down. I wanna let go with this. Hey Leute, willkommen zum heutigen Motovlog. 701er Sandwich hier. Eine 701er vor mir, eine 701er hinter mir. Natürlich sind alle schneller als ich, aber trotzdem sollte ich vor dem hinteren 701er Fahrer fahren. Ich habe Brooke hinten drauf und sie möchte sich ein neues Motorrad kaufen für einen A2 Führerschein. Und ja, diesbezüglich dachte ich mir, komm, ich mache mal einen Vlog. Wie finanziert man sich überhaupt eine neue Maschine? Weil in meinen Augen ist eine neue Maschine absolut genial, weil ich vertraue einfach in letzter Zeit Menschen gar nicht beim Gebrauchkauf. Was man schon alles gehört hat, Wahnsinn. Vor allem Motorradfahrer unter sich, das ist der Wahnsinn. Leute versuchen, ein paar Euro an der Zündkerze zu sparen, am Ölwechsel und sonst wie. Und schrotten dann essentielle Motorteile. Und das finde ich halt echt alles andere als geil. Deswegen, um ehrlich zu sein, Neukauf ist momentan am besten, besonders zu den Rabattaktionen, die sie viele Hersteller bieten. Und ja, in dem Sinne, ich habe mir persönlich die Yamaha MT-07 selber gekauft mit der Unterstützung von einem Elternteil. Und ja, also kein Kredit, keine Finanzierung, nichts dergleichen. Aber ja, hätte ich was Cash kaufen müssen, wäre es vermutlich gebraucht geworden. Und ja, aber man hat halt viele Mittel, bevor man zum Gebrauchkauf greift. Und die sollte man in der Regel auch ausschöpfen, weil viele Familienangehörige sind meistens bereit, da was dazu zu geben. Und der größte springende Punkt, um sich ein neues Bike anzusparen, ist es, es frühzeitig einzuplanen. Wenn man schon A1 fährt, sollte man an ans A2 Bike denken. Wenn man A2 fährt, sollte man ans A-Bike denken und so weiter und so fort. Wenn man A-Bike fährt, sollte man denken, was passiert, wenn ich mein A-Bike crash, was soll ich dann fahren und so weiter und so fort, weil Motorradfahren ist ja nicht alles im Leben und wer gut mit dem Geld umgehen kann, hat riesen Vorteil. Dazu gehört auch, wenn Freunde feiern gehen, saufen gehen, keine Ahnung, irgendwas anderes machen, geht ihr halt arbeiten, ein paar Extraschichten oder einen besser bezahlten Job suchen, eine gut bezahlte Ausbildung, gutes Studium, keine Ahnung was. Wenn ihr studiert, dann müsst ihr einfach damit klarkommen, dass ihr euch kein neues Bike in der Regel leisten könnt, außer ihr habt wirklich Geld oder einen richtig guten Studentenjob. Willis. Das Wichtigste beim Neukauf ist, dass man bescheiden ist und vor allem nicht zu sehr heizt. Wenn man zu sehr am Rad dreht und heizt, dann schrottet man in aller Regel die Maschine und das ist es einfach nicht wert. Ihr schrottet euch und eure Maschine bzw. habt die Wahrscheinlichkeit zu. Ich möchte jetzt aber auch nicht den Moralapostel spielen. Ich möchte auch nicht den Moralapostel spielen, aber jo Leute, es wäre halt immer besser, ein bisschen aufzupassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Hersteller bieten verschiedene Sachen an. Yamaha bietet jetzt im Fall der MT-07 500 Euro Rabatt auf das 2017er Modell an, was ich auch schon 2017 bekommen habe. Und ja, jedem, dem das 2017er Modell zusagt, soll es doch machen. Kawasaki bietet pro Kubikzentimeter momentan 1 Euro an, falls ich mich nicht irre. Und Suzuki bietet auch irgendwie 10% an, Honda bietet 10% an und Honda bietet nochmal eine 50-50 Finanzierung zusätzlich an und es ist natürlich was ganz, ganz Feines für Leute. Angenommen, ihr wollt euch eine CB500F kaufen für 6.300 Euro inklusive Überführung, dann kriegt ihr 10% drauf, sprich irgendwas 5,7 oder so solltet ihr zahlen und dann halt noch 50% von und nach 2 Jahren könnt ihr entweder entscheiden, ihr gebt euer Bike in Zahlung, falls nicht gecrashed, oder ihr zahlt die restlichen 50% ohne Zinsen ab. Und ja, ich finde es echt ein nettes Angebot und würde das auch immer und immer wieder akzeptieren und war echt eine Überlegung wert für mich, aber keine Ahnung, bei mir wurde es halt die MT-07, ist aber auch gleichgültig, ich wäre mit fast jedem A2-Bike eigentlich zufrieden gewesen, solange ich mich wohl drauf fühle vom Sitzen und vom Motor und was weiß ich was alles. Und ja, das soll schon das gesamte Video gewesen sein. Gebt nicht unnötig Geld aus, das soll mein Fazit sein, nicht unnötig Geld aus. Trinkt nicht zu viel Alkohol, feiert nicht zu viel, spart euch das Geld und achtet auf Angebote seitens der Hersteller. Dann solltet ihr fündig werden.
Please tell me who you see, 'cause I think I do. Want you next to me.